Ja, liebe Maria, erwartet nichts Europäisches. Ja, hier kommt afrikanische Power. Und deswegen die Leute in den ersten Reihen, ich bitte euch, ruhig bleiben. Maria, kommt doch gerne nach vorne. Einen großen Applaus. Halleluja. So. Ihr Lieben, ich möchte jetzt, dass ihr mal mindestens 2, 3 Personen sagt, diese Konferenz wäre total daneben gegangen, ohne dich und mich. Ja, grüßt euch, ihr seid hier die Wucht. Amen. Ja, grüßt euch, sagt, diese Welt wäre viel ärmer ohne dich und mich. Amen. Halleluja. So, ihr Lieben. Ich habe noch nie eine Konferenz erlebt, wo so die Salbung ein Stück nach dem anderen macht, ohne dass man sich abspricht. Mein Thema heute, das ist ein ganz neues von der Presse Gottes. Ich habe gesagt, Herr, ich will was Neues geben. Dann hat er gesagt, was ist das Schwierigste, was ich herausbringe aus den Menschen? Habe ich einiges erwähnt, hat er immer gesagt, nein, nein, nein. Ich sage, okay, was ist es? Sagt er, selbst. Selbst. Ich sag's euch. Das Selbst ist so raffiniert und lebt unabhängig von Gott. Ich muss euch ein Beispiel von mir erzählen. Ich bin ja in dem für mich damals kleinkarierten Österreich aufgewachsen. Tirol, ja. Vorne die Berge, hinten die Berge. Und dann habe ich gesagt, Herr, da muss doch noch eine weite Welt dahinter sein. Aber das ist mir alles zu eng hier. Und dann hat der Herr gesagt, ja, da ist noch eine große Welt dahinter. Aber die habe ich nicht sehen können. Die Berge waren wie eine Blockade vom Hirn. Dann bin ich als 10-jähriges Kind schon oft auf einen Bahnhof gegangen, um sehnsüchtigst den Zügen nachzuschauen, die in diese weite Welt fahren, nach der ich mich so gesehnt habe, schon als Kind. Es war schon ein Teil meiner Berufung, die Welt. Aber war kein Ausweg. Ich bin in dem Käfig gewesen, jahrelang. Aber dann wurde ich Mittelschulprofessorin und hatte Geld und Zeit. Jetzt hat selbst einen Weg gefunden. Ich habe alle Ferien große Reisen geplant. Weit weg von diesem Käfig Tirol mit den Bergen vorne und hinten. Und ich war schon bekannt als abenteuerliche junge Frau. So, habe Dias gemacht ohne Ende, damals habe ich noch Dias gemacht, habe ich noch Vorträge gegeben, meine Freunde, die haben nie gesagt, hör mal auf mit dem Sparen. Die waren begeistert, wie ich unternehmungslustig bin. Hat mir ein gutes Gefühl gegeben, ja, ein gutes Selbstgefühl. Ja? Ich habe selbst mir ein Ventil geschaffen. 5 Jahre hat der Herr zugeschaut. Nach 5 Jahren hat er gesagt, Maria, bist du bereit, mir das Reisen zu übergeben? Dann habe ich gesagt, kannst du ja immer mitfahren. Ich mache ja nichts Schlechtes. Ich will ja überhaupt nicht was Falsches machen. Ich muss nur aus dem Österreich, aus dem kleinkarierten Tirol ausbrechen. Hat er gesagt, ich habe dich nicht gefragt, ob ich mitfahren kann. Habe ich gesagt, aber Herr, ich könnte auch Israel besuchen. Hat er gesagt, habe ich dich auch nicht gefragt. Na, aber Missionare könnte ich auch besuchen. Ihr Lieben, das gute Fleisch wird religiös, bevor es stirbt. Ich wollte diesen selbstgebastelten, dieses selbstgebastelte Ventil nicht loslassen. Ich habe mir selbst geholfen, aus diesem kleinkarierten Tirol auszubrechen. So.
dann hat er gesagt zu mir, Maria, ich habe dich nicht gefragt, ob ich mitfahren darf, ob du nach Israel sollst oder Missionare besuchen. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Und plötzlich wurde wie Schuppen von meinen Augen genommen. Er greift einen Götzen von mir an. Einen selbst gebastelten Götzen. Wo ich mir selbst helfe. Wenn es mir schlecht ging, habe ich nicht gesagt, Herr Jesus, komm und hilf mir. Ich habe gesagt, wie lange ist es bis zu meiner nächsten Reise? 6 Wochen, das halte ich noch durch. Da sitzen einige hier, die solche selbst gebastelten Ventile haben. Wer erkennt schon eins von euch? Hebt nur die Hand hoch. Arbeit kann so ein Ventil sein. Schokolade fressen ohne Ende. Kann dir Glücksgefühle geben. Alkohol, Drogen, Sport. Alles, was du dir selbst zurechtlegst, um dein Leben zu meistern, ist ein Götze. Und an die werden wir heute rangehen, okay? Und ich sag's euch, die werden sehr religiös, bevor sie sterben. Und wie ich dann so überführt war vom Herrn, dass ich mir da selbst, unabhängig von ihm, ein Ventil geschaffen habe, um es auszuhalten in dem kleinkarierten Tirol, war ich so überführt. Da habe ich gewusst, das ist nicht, was Gott sich wünscht. Er will, dass er immer bei mir sein kann und mir in allen Situationen alles gibt, was ich brauche. Okay? Und nicht ich durchhalte, weil ich in 3-4 Wochen wieder noch eine Reise habe. Ich habe gesagt, Herr, das war ein raffiniertes Götzenbild, das ich mir geschaffen habe. Ich bin bereit. Ich werde keine Reise mehr unternehmen in meinem Leben, um mir selbst ein Ventil zu schaffen. Und es war, als wäre ein Treiber hinter mir weg. Wisst ihr, ich habe schon 2 Jahre vorhinein jede Ferien gewusst, wo ich hinfliege, wo ich hinfahre. Es war wie ein Treiber, ein Friede kam in mein Herz. Ich war so dankbar. Dann wurde mir bewusst, ihr Lieben, ich war permanent bankrott. Diese Reisen haben alles Geld gefressen. Die Götzen fressen unser Geld. Und Zeit habe ich auch keine gehabt. Das war immer Urlaub. Mai war ich erleichtert. 2 Tage später fahre ich mit dem Auto in den nächsten Ort, höre ich eine laute Stimme. Aber ich war bereit, in dem Ort zu sitzen, lebenslänglich, wenn Gott mich nie mehr herausholt, okay? Also auf eine Reise. Ich war bereit, ihm zu vertrauen unter allen Umständen jetzt. Und es war, also ich kann euch nicht beschreiben, ich war wie ein neuer Mensch. Ich war frei von einem Getriebenwerden, von einer Peitsche, die dauernd hinter mir war. Gut, und dann fahre ich zu der Nachbarin, musste was erledigen, höre ich eine laute Stimme, du wirst die ganze Welt sehen. Wow, habe ich gesagt, das ist kein schlechter Tausch. Aber, hat der Herr gesagt, alles in Verbindung mit meinem Evangelium. Heute reise ich auf der Welt herum. Ich war letztes Jahresende war ich in Indien, habe dort 3 Wochen gepredigt, nachher in Israel, nachher in Paraguay, da haben wir in 19 Tagen 45 Mal gepredigt. Und in Europa schon jetzt vor der Reise war ich 3 Monate und jetzt wieder hier. Also jetzt geht es mal langsam am Wecker. Weil ich Koffer gar nicht sehr liebe, okay? Aber ich glaube, der Jesus kommt bald. Ich freue mich so auf diese Reise mit ihm. Kein Koffer, kein Flugticket, sogar neue Kleidung kriegen wir, neuen Körper, alles neu, okay? Der Flug, der wird wunderbar. Die Entrückung, ich rede von der Entrückung. Ich warte jeden Tag auf die Entrückung. Einige Male habe ich jetzt schon gesagt, Herr, heute hast du es wieder nicht geschafft. Da sagt er, Maria, das ist nicht meine Entscheidung. Sag ich, bitte, wer entscheidet denn das, wenn du kommen kannst? Sagt er, der Papa. Gehe ich zum Papa, sage ich, Papa, was ist denn das Problem? Warum darf dein Sohn nicht kommen?
uns zu holen, hat er gesagt, ja, die Brautkammer ist noch nicht schön genug. Dann habe ich gesagt, da kann man ja noch mithelfen. Ja. Der Sohn muss warten, bis die Brautkammer für den Vater schön genug ist für uns. Und dann darf er kommen. Amen. So betet für den Herrn Jesus, dass er das ordentlich schafft einmal, ja. Damit er kommen kann, uns zu holen. Aber ihr Lieben, jetzt heuer bin ich dann noch einmal jetzt hier in der italienischen Schweiz und dann bin ich in Dubai. Dubai hat sich geöffnet und ist ein Missionsfeld ohne Ende. Und das nächste ist Neuseeland. So kleine Reisen, weißt du? So. Und die sind jetzt alle bezahlt. Und das ist auch noch so schön, okay? Alles, was Gott anschafft, zahlt er. Vorher war ich dauernd bankrott. Aber jetzt brauche ich diese Reisen nicht mehr. Jesus ist immer in mir, mit mir und lebt mit mir. Ich frage nie mehr, wann ist die nächste Reise. Ich sage immer nur, Herr, heute bist du wieder extra gefragt. Mit deiner Gnade und meiner Gunst. Amen. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind aber viele Selbstgemachte. Jetzt passt mal auf, ich lese euch ein paar vor. Ich habe in keiner Sprache noch so viele Selbstbegriffe gefunden. Das sind alles Verhaltensweisen, die wir unabhängig von Gott machen. Amen. Und das ist natürlich Sünde. Jesus möchte jeden Augenblick mit uns dabei sein. Bei den Selbstsachen bilden wir uns was ein. Geben wir nicht die Ehre Gott. Hört mal, 45 habe ich gefunden. Merkt euch, was bei euch anklingt. Selbstachtung, Selbstständigkeit, Selbstanklage, Selbstauslöser, Selbstbedienung, Selbstbefriedigung, Selbstbehauptung, Selbstbeherrschung, Selbstbestätigung, Selbstbestimmung, Selbstbetrug, Selbstbewusstsein, Selbstdarstellung, Selbsteinschätzung, Selbsterhaltungstrieb, Selbsterkenntnis, Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit, Selbstgespräche, Selbstherrlich, Selbsthilfe, Selbstmitleid, Selbstmord, Selbstsicherheit, Selbstständigkeit, Selbstsucht, Selbsttäuschung, Selbstüberschätzung, Selbstverschuldung, Selbstverteidigung, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, Selbstwertgefühl, Selbstzufriedenheit, Selbstzweck, Selbstbelehrung, Selbstbereicherung, Selbsthass, Selbstabhängigkeit, Selbsterlösung. Alles Situationen, wo wir alleine unterwegs sind. Wer hat etwas gehört, was da auf ihn zutrifft? Muss ich sagen, was es ist. Amen. Ich glaube, da trifft fast vor jedem etwas zu. Amen. Und wisst ihr, mit der Taufe, für mich ist diese Taufe nicht eine Zeremonie, sondern ein mit Christus gekreuzigt werden und ein Auferstehen in ein neues Leben. Amen. Und zwar, was wird gekreuzigt? Das alte Selbst. Amen. Das alte Selbst. Wir werden eine neue Schöpfung. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Da wird nicht das Alte verbessert, ich sag's euch. Wir sind mit einer Sündennatur geboren. Die kann man nicht verbessern. Die muss man loswerden. Amen. Und mit der Taufe bestätigen wir, dass unser altes Leben, mit dem wir geboren wurden, gestorben ist mit Jesus und auferstanden. Galater 2,20. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes heraus. Amen. Das alte Du ist gekreuzigt. Amen. Und damit müssen wir wirklich uns total bewusst durchs Leben gehen. Du bist eine neue Schöpfung.
Und darum ist es so wichtig, mit Jesus permanent in Verbindung zu leben. Denn er ist ein neues Leben. Ich sage es euch den ganzen Tag, wie immer ich frage, Herr, wie verhältst du dich in der Situation? Und dann zeigt er mir es. Und dann mache ich es. Und ist immer ein Volltreffer. Amen. Nur, ich habe so viele Beispiele. Ja. Aber zum Beispiel, mein Vater war sehr, sehr dominant, hatte 15 Jahre Krebs und konnte aber nicht sterben. Und ich wusste genau, warum. Er war noch nicht erlöst. Der war 3 Jahre in einem besonderen, privaten Krankenhaus. Die Ärzte konnten sich nicht erklären, warum der nicht sterben kann. Ich sage, ich weiß es. Aber vorher war noch, dann war er noch einmal kurz zu Hause. Und er wollte immer, dass seine 4 Kinder permanent um ihn herum sind. Ja? Meine Schwester ist 2-mal von Amerika rüber geflogen, in einem Monat. Und dann sagt, du, das halte ich nicht durch. Ich kann das finanziell gar nicht machen. Der Papa will dauern, dass ich da bin. Sage ich, ja, wenn du so blöd bist, ist das dein Problem. Er hat gesagt, nicht der Papa ist deine Autorität, sondern Jesus Christus. Amen. Natürlich von mir wollte das Allermeiste, weil ich war nicht verheiratet. Dann kriege ich eine Einladung, in der Mongolei zu predigen und in Russland. Und dann in Israel. Also ich war 6 Wochen weg. Und dann habe ich das dem Papa gesagt, Kaka, dann wirst du mich nie mehr sehen. Ich sterbe derzeit. Also er hat richtig auf die Mitleiddrüsen gedrückt, ja. Auf meine Barmherzigkeit. Dann bin ich zu Jesus, habe gesagt, Jesus, wie siehst du das? Soll ich jetzt diese Reisen, wo ich das Evangelium verkündigen kann, stornieren und beim Papa sitzen? Wie siehst du das? Dann hat er gesagt, mach dasselbe wie der gute Samariter. Der hat den Verletzten gefunden, hat sich seiner angenommen, hat ihn in ein Hospiz gebracht, hat bezahlt, dass er versorgt wird und ist seine Wege gegangen. Macht das Gleiche. Gut. Dann habe ich gesagt, wie soll ich das machen? Dann sagt Maria, dein Papa kennt mich noch nicht. Suche gläubige, pensionierte Krankenschwestern und gib ihm 3 am Tag. Jede 8 Stunden, dass sie beten für ihn. Und dann habe ich wirklich sofort gefunden, das hat der Herr vorbereitet gehabt, 3 wunderbare Frauen, alle 3 gläubig und alle 3 Pension. Und die haben dann die 24 Stunden bei meinem Vater übernommen. Ich war 6 Wochen weg. Also wie ich mich verabschiedet habe, hat er wirklich getan, als die nächsten 5 Minuten wären die letzten, ja. Er konnte sehr uns manipulieren. Habe ich gesagt, na Papa, du lebst, du wirst leben, wenn ich komme. Und dann hat mein Bruder, ich war dann in der Mongolei, hat mein Bruder mich angerufen und gesagt, du warst 24 Stunden weg und er war munter. Das war reine Manipulation. Ich kam nach 6 Wochen zurück und die 3 Frauen haben meinen Papa vorbereitet, dass er sein Leben übergibt. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und ich war dabei, er ist in meinen Armen heimgegangen. Also Gott hat meinen Wunsch erfüllt. Ich habe gesagt, Papa, im Himmel, lass ihn nicht sterben. Weil er wollte immer nur mit mir sterben, weil ich die einzige Gläubige damals war noch in der Familie. Und er ist in meinen Armen gestorben. Aber ich hätte mich da früher manipulieren lassen von meinem Vater. Bitte lasst euch nicht manipulieren. Ein Mann hat einmal zu mir gesagt, der mich heiraten wollte, wenn du mich nicht heiratest, springe ich mich um. Dann habe ich gesagt, das ist sehr schlimm. Gott will nicht, dass du dich umbringst, ich auch nicht. Aber wenn du es unbedingt willst, kann dich keiner hindern. Er lebt heute noch. Lasst euch nicht manipulieren. Amen. Fragt in allen Situationen, Herr Jesus, wie siehst du das? Nicht, wie würdest du das sehen? Weil dann sagen wir, wenn du da wärst, dann bist du ja nicht da, aber er ist da. Er ist gegenwärtig. Bitte in jeder Situation, Herr Jesus, zeig mir, wie ist da dein Verhalten? Und das tue ich. Und es ist so ein lockeres Leben. Er entscheidet alles für mich.
Amen. Und dann brauchst du alle diese Selbst nicht mehr. Amen. Er wird dein Alles. Wisst ihr, mir tut das furchtbar, also mir ist das sehr schwer, wenn ihr mich als Glaubensheldin hinstellt. Ich bin eine totale Null, aber der Held in mir ist Jesus. Er ist der Glaubensheld. Und er hat mich bezwungen mit seiner Liebe. Amen. Und jetzt sage ich halt dauernd, Herr, vergib ihnen. Ich sage dir danke. Amen. Vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Nein, ihr Lieben, Ehre gebührt wem? Einzig und allein dem Herrn. Alle Ehre. Amen. Aber wir können die Freude behalten. Und wenn dich jemand ehrt, gibst du es auch gleich weiter. Amen. Sonst müsste ich da jetzt mal eine dramatische, lange Erklärung geben. Und der Herr hat gesagt, gib es gleich weiter an mich. Und dann ist alles okay. Amen. Aber wisst ihr, nur so können wir dorthin kommen, wo Gott uns haben will, nämlich, dass wir wissen, wer wir sind. In der westlichen Welt ist so eine Lüge. Die Menschen sind gebunden, was sie tun oder nicht tun, was sie können oder nicht können, was sie wissen oder nicht wissen, zu wem sie gehören oder nicht gehören, sind alles Sandkisten. Du bist eine herrliche neue Schöpfung. Du bist ein Prinz oder eine Prinzessin Gottes. Du bist der Traum in Gottes Herzen. Du bist das Potenzial in seiner Hand. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Amen. Und das ist der Schlüssel. Und da müssen besonders die Europäer hinkommen. Die ganze westliche Welt. Wenn ich jemanden frage, wer bist du, sagt jeder Bäcker, Auto, also was, aber keiner sagt ein Königskind. Und da müsst ihr hinkommen. Wenn ich jeder frage, wer bist du, eine Königstochter des Königs aller Könige, ein Liebling Gottes, ein Stellvertreter Jesu Christi. Die Leute werden mich ein bisschen komisch anschauen vorne, oder? Aber das bringt sie zum Nachdenken. Amen. Wisst ihr, so viele kommen zu uns nach Afrika und die wollen immer was tun. Die kommen nur was tun. Ich sage, jetzt komm, lass dich einmal lieb haben. Lass dich einmal verwöhnen. Lass dich einmal von der Liebe Gottes abschmatzen. Amen. Fang einmal an, herzhaft zu empfangen. Weil wir können nur geben, was wir empfangen. Amen. Also bitte, wenn ihr zu mir kommt, denkt nicht, was kann ich tun? Da schicke ich die gleich ins Schwimmbad. Oder zur Massage. Amen. Wie kann ich hier Gott kosten und schmecken? Kostet und schmecket die Güte Gottes. Habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wisst ihr, letztendlich verdienen wir gar nichts. Und das müssen wir endlich einmal aus dem Kopf herauskriegen, dass wir uns den Himmel verdienen können. Ich garantiere euch, wenn es einen Weg gegeben hätte, ich hätte ihn gefunden. Habe mich jahrelang angestrengt. Hab zwar schon einen Ruf gehabt, ich war Kinderdorfmutter, die tüchtigste Mutter zu sein, die hingegebenste, aber von Erlösung habe ich keine Spur gehabt. Gott musste mich in einen Burnout rauschen lassen, damit ich erkannt habe, nicht was ich für Gott tue, macht mich gerecht, sondern was er für mich getan hat, hat mich gerecht gemacht. Keine einzige Religion der Welt bringt uns in den Himmel. Und das ist der große Schmerz für mich. Die religiösen Menschen strengen sich so an. Ich habe mich wahnsinnig angestrengt. Da habe ich mal zum Herrn gesagt, Herr, ich streng mich ja so an. Hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. War der letzte Todesstoß in meine selbstgebastelte Erlösung.
bring mir meine Tasche bitte. Bist du noch anstrengend oder bist du schon, danke, ein unverschämter Empfänger geworden? Ha? Was bist du schon geworden? Noch ein anstrengender, Suchender der Herrlichkeit Gottes oder ein unverschämter Empfänger? Himmlisch gratis. Euer Echo ist fantastisch. So, ihr Lieben, ich verschenke 20 Euro. Ich verschenke 20 Euro. Moment, 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 Moment. Was sagst du? Okay. Gehören die ihr? Gehören sie ihr? Ja. Hat sie sie verdient? Überhaupt nicht. Frech war sie. Aus der Hand gerissen hat sie was. Das ist Reich Gottes Leben. Reißt den Himmel an euch. Jesus hat alles schon getan. Der Himmel ist gratis. Die Hölle verdienen wir uns. Aber wir lassen uns doch nichts schenken. Sind wir doch viel zu stolz dafür. Keiner wird im Himmel sein, der sagen kann, das habe ich mir verdient. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann, der unbedingt, weil er sehr reich war, wenigstens etwas von seinem Reichtum in den Himmel bringen wollte. Und Gott hat gesagt, okay, kannst du was mitnehmen. Hat einen großen Koffer mit riesigen Goldbarren mitgenommen. Und dann kommt er zum Himmel, sagt der Petrus, was bringst du denn da mit? Ja, hat er gesagt, da habe ich etwas von meinem Reichtum mitgebracht. Nach der Petrus den Koffer auf, sagt er, ein paar Pflasterstaller. Im Himmel ist die Straße aus purem Gold. Amen. Der braucht nichts von da unten. Der will nur dich als erlöstes Kind durch deinen Glauben an das vollendete Werk Jesu Christi. Amen. Alles andere ist Selbstgerechtigkeit. Es tut weh, gell? Was immer, ja. Nein, ihr Lieben, der Himmel ist gratis. Sprecht mir nach, der Himmel ist gratis. Der Himmel ist ein Geschenk. Ich muss ihn nur im Glauben annehmen. Und unverschämt an mich reißen, wie diese Frau. Und die Bestätigung ist, dass ich Danke sage. Amen. Amen. Wisst ihr, wenn so Europäer, die noch ganz auf der Verdienstwelle sind, ja, wenn sie kommen und sehen, was wir gebaut haben da in Afrika, sagen sie, Maria, was du alles gebaut hast, sage ich, ich würde staunen, was hier stehen würde, wenn ich es gebaut hätte. Ich habe keinen einzigen Ziegel in der Hand gehabt. Ich kriege alle Visionen, was Gott im Himmel tut, und ich hole sie auf die Erde. Ich habe einen Architektenjungen, der sagt immer, hast du wieder Audienz gehabt, Mama? Sag ich, jawohl, ich habe wieder was gesehen. Und der bringt es dann auf Papier, sodass ich die Papiere einreichen kann. Ja, ich muss ja schon noch auf der Welt nach den Ordnungen des Landes leben. Ich muss die Baugenehmigung bekommen, ja. Sage ich, ich hole alles nur auf die Erde und die anderen bauen es. Na, ich sage, es ist alles Gunst und Gnade. Na ja, das verdienst du, Maria. Sag ich, was? Verdienen tue ich nur den Tod. Der Rest ist alles Gunst und Gnade Gottes. Wenn dein Leben noch anstrengend ist, dann bist du noch am falschen Weg. Gott möchte dir alles schenken. Er möchte dir alles zufallen lassen. Suche zuerst
Reichtum. Falsch, okay. Suche zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und alles andere müsst ihr euch dann schwer dazu verdienen. Gott sei Dank hört ihr zu. Alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen oft erschlagen. So viel fällt mir zu. Ich sag's euch, ich habe eine Freundin, die ist Juwelierin. Und die hat mir jahrelang jedes halbe Jahr ein neues Schmuckstück geschenkt. Und ich habe es in Schachteln verpackt und irgendwo in den Kasten gegeben. Und gedacht habe, wenn ich den Schmuck trage, sagen die Leute, die vergeudet das Geld von Missionswerk. Ja, man muss aufpassen. Aber stellt euch vor, jetzt habe ich die Schachteln gefunden. Ich bin so reich an Schmuck, ich könnte ein Juweliergeschäft aufmachen. Aber meine Kinder und meine Enkel, die spitzen schon zur Hochzeit, habe ich gesagt, werde ich anfangen austeilen. Amen. Ich habe 2 Autos in meinem Leben verschenkt an Missionare. Jetzt, wie ich jetzt gefahren bin, und ich fahre ein schönes Auto in Afrika, habe ich gesagt, Mama, das lassen wir total herrichten und neu aufmöbeln und dafür kriegen wir ein Auto, wie die First Lady des Landes fährt. Ich tue gar nichts. Und das ist kein Euro Verlust. Weil das Auto, das habe ich, ein sehr gutes Auto. Amen. Auch geschenkt bekommen. Amen. Amen. Wenn ihr nach Afrika kommt, muss ich mich meistens entschuldigen, wie gut es mir geht. Und das ist alles. Also ich veruntreue keinen Euro. Okay. Ich habe alles verkauft jetzt in Europa. Alles. Und ich hatte 2 schöne Häuser. Eins habe ich um 100.000 D-Mark gekauft, vor 25 Jahren, 30 Jahren. Und jetzt habe ich es um 590.000 Euro verkauft. Das ist Gunst Gottes. Amen. Das ist Gunst Gottes. Da habe ich da unten Häuser gebaut ohne Ende. Da habe ich 2 Häuser verkauft. Die Leute, und wisst ihr, da unten, wir kaufen direkt von den Großhändlern. Und es ist alles noch viel billiger als hier. Obwohl der Zement und das Eisen auch schon hinaufgegangen sind. Aber trotzdem. Wisst ihr, ich war, und da möchte ich euch einen Rat geben für euer Leben. Denn der Herr möchte euch in den Charakter Jesu verwandeln. Ich war das schüchternste, am schnellsten, verängstigste Kind, was du dir vorstellen kannst. Und dann habe ich eines Tages entdeckt, dass das Gott keine Ehre bringt. Also ich war schon über 20, fast schon 30. In der Tanzschule, ja, ich war schon 19 Jahre, haben meine Partner gesagt, so jemanden wie dich haben wir noch nie getroffen. Du entschuldigst dich für die Luft, die du atmest. Das war mein Wertempfinden. Dann habe ich gesagt, Herr, das bringt dir keine Ehre, wenn ich so ein Angsthase bin und so eine Minderwertigkeit habe. Ich sage, Herr, ich gebe dir heute den Angsthasen. Und dann habe ich nur gehört, und das war der Löwe von Juda. Und seither lebt der Löwe von Juda in mir. Wow, ich sage dir es. Der ist gefährlich. Halleluja. Amen. Ich habe meiner Tochter neulich erzählt und sagt, Mama, das glaubt dir heute niemand mehr, dass du mal schüchtern warst. Habe ich gesagt, das war ich. Aber jetzt ist der Löwe von Juda in mir. Der ist nicht schüchtern. Amen. Schüchternheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Nein, Reich Gottes ist nicht schüchtern. Wir sollten gewaltmäßig das Reich Gottes an uns reißen. Amen. Wisst ihr, in der Welt herrschen andere Prinzipien wie im Reich Gottes. Ich würde euch raten, leider sind die Bücher hier nicht gekommen. Der Pastor Daniel mit seiner Gemeinde hat ein Buch geschrieben, 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Kennt es schon jemand? Okay, das könnt ihr beim SCM Verlag kaufen. Und wir haben jetzt gerade ein Buch miteinander geschrieben. Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf dich. Kauft es beim SCM Verlag. Amen.
Wir müssen lernen zu denken, wie Gott von uns denkt. Amen. Im Reich Gottes werden die Letzten die Ersten sein. Im Reich Gottes ist der Vater stark in den Schwachen. Amen. Im Reich Gottes wird man nicht reich durch Stehlen und Lügen und Betrügen, sondern gib und du wirst empfangen. Und zwar fangen an geben, bis es wehtut. Und dann fängt Gott Wunderwirken an, mit, was du dann immer erklären kannst. Amen. Ich möchte euch nur freisetzen in ein Leben der Gnade. Schaue ich gestresst aus? Ein riesiges Werk, das größte von Uganda. Aber es ist nicht mein Werk, es ist Gottes Werk. Amen. Er ist der Initiator, der Vollender und alles dazwischen. Amen. Wir haben schon 400 große Häuser gebaut. Ich habe weit über 1000 Hektar Landwirtschaft. Ich bin auch Bäuerin geworden, habe Kühe, Schafe, Ziegen. Wir haben Tausende von Hühnern. In der Corona-Zeit haben wir so viele Eier gegessen. Tausende, die Hühner haben bestimmt 3 Eier am Tag gelegt. Das war unwahrscheinlich, aber ohne Hormone. Die Kühe haben mehr Milch gegeben denn je. Und jetzt hat der Herr gesagt, ich muss ganz groß Landwirtschaft machen. Wenn das bargeldlose Geld kommt, haben wir kein Geld mehr. Mais, Reis und was ich zu kaufen. Wir bauen riesige Hektar an Mais an, an Bohnen, an Reis. Bei uns wächst auch der Reis. Wir haben riesige Obstgärten. Und wir beten immer, dass Gott alles extra gut macht. Amen. Und da möchte ich euch sagen, fangt an, das Wort Gottes zu lesen. Und zwar 5. Mose 28. Ich garantiere euch, euer Leben wird nie mehr das gleiche sein, wenn ihr das Kapitel einmal richtig verstanden habt. Das ist das Kapitel über Fluch und Segen. Oder Segen und Fluch. 5. Mose 28. Es wird geschehen, wenn, und wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Anweisungen zu tun, die ich dir heute befehle, dann, also wenn, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste, stell dir vor, es ist sogar weiblich, Höchste, über alle Nationen der Erde stellen. Halleluja. Wer will hier der Höchste über alle Nationen werden? Gott sei Dank, wow, ihr seid mutig. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du die Stimme des Herrn deines Gottes, wenn du der gehorchst. Was ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben? Horchen. Und tun, was wir hören. Amen. Und wir haben im Deutschen so ein schönes Wort. Geh hoch. Während du gehst, höre dauernd auf deinen Geliebten. Amen. Und er wird zu dir sprechen. Er wird dir jede Situation zeigen, die er vorbereitet hat. Amen. Und dann kommen die Höchsten zu dir um Rat. Da wirst du schockiert sein. Es ist bestimmt schon 3-4 Jahre her, ruft mich unser Torwächter, und wir haben 5 Tore in unserem Werk, was sehr großes Werk ist, ruft er mich an und sagt, Mama, der Höchste von der Armee Ugandas ist hier. Der höchste General. Er möchte unbedingt mit dir sprechen. Wow, habe ich gesagt, was will er denn? Dann hat er gesagt, das sagt er mir nicht, er muss mit dir sprechen. Dann habe ich gesagt, dann schick ihn her. Das habe ich gesagt. Und wisst ihr, wir haben jetzt schon 10 Jahre, jedes Jahr 4 große Konferenzen in Uganda auf dem Gebetsberg für die Höchsten aus der Regierung, für die Höchsten aus der Wirtschaft, für die Höchsten aus den Kirchen. Um von Gott zu hören, wie wir aus Uganda einen Jünger Jesu machen können. Wir haben in jedem Ministerium schon einen Gebetsaltar. Jeder Tag wird begonnen mit Gebet. Und deshalb sind wir bekannt, ja.
Und Gott hat, der Gebetsberg, der gehört unserem Werk. Und das sind die Höchsten, die dort dienen. Ich darf auch immer mit dienen. Weiß nicht warum, aber bitte. Und da kommt der höchste General vom ganzen Land. Sage ich, was gibt mir die Ehre Ihres Besuches? Sagt, ich habe ein unlösbares Problem. Ich bin mit der Armee in Uganda an einem Punkt, der extrem explosiv werden kann. Und Gott hat mir gesagt, du hast die Lösung. Sag ich, wie bitte? Wie bitte? Ich habe die Lösung. Aha, habe ich gesagt, setzen Sie sich einmal hin. Dann habe ich einmal bestimmt 5 Minuten nur in Sprachen gebetet. Und auf einmal kamen Worte aus meinem Mund. Bin selber erschrocken. Die habe ich nicht gekannt. Dann habe ich weiter gebetet in Sprachen, sind wieder Worte gekommen. Bestimmt 15 Minuten habe ich mit dem gebetet, immer in Sprachen und dann wieder Englisch. Und dann steht er auf und sagt, das ist die perfekte Lösung. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Habe ich gesagt, Halleluja. Und dann ging er und am nächsten Tag rief er mich an und sagt, Mama, alles in bester Ordnung. Der Friede ist wieder vollkommen hergestellt. Da kannst du nur sagen, was? Danke, Herr. Amen. Kannst den ganzen Tag nur Danke sagen. Amen. Und das möchte er durch dich tun. Amen. Und dann heißt es, und eben, das ist 5. Mose 28, die ersten 14 Verse sind nur Segnungen. Und da heißt es, auch er wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Halleluja. Wer macht es? Er, der Papa. Amen. Und du wirst vom Staunen nicht herauskommen. Vor 8 Monaten am Gebetsberg, wir haben gerade große Feier gehabt, ein Jubiläum. Und dann steht da eine Frau, denke ich mal, die kenne ich doch. Und dann habe ich gesagt, Herr, wer ist das genau? Das war die Sekretärin von der First Lady und vom Präsidenten. Sage ich, was machst denn du bei uns? Habe ich was falsch gemacht? Nein, Mama, der Präsident schickt mich. Okay, was will er denn? Sagt sie, es sind 20 Vertreter von Nationen in Afrika zu uns gekommen, nach Uganda. Und wollen von uns wissen, wie sie ihre Staaten, was Gott mit ihren Staaten vorhat. Sie haben gehört, dass wir in Uganda die Lösung haben. Und dann haben wir gebetet. Dann hat der liebe Gott gesagt, du bist die Sprecherin zum Präsidenten und zu seiner Frau. Sag ich, bitte, habt ihr auch nicht gehört? Maria, keine Widerrede. Der Präsident und seine Frau schicken mich, du hast die Lösung für diese 20 Vertreter von den Nationen. Wie fühlst du dich da? Da schnackelst in deinen Schuhen. Dann habe ich gesagt, bring sie halt. Dann hat er sie gebracht. Dann sitzen die da. Die sind nicht allein gekommen, sind zu zweit, zu dritt kommen, waren 70, 80 Leute. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, warum Gott möchte, dass ich mit euch spreche. Ich bin total überfordert. Ihr seid Staatsoberhäupter. Und ich soll zu euch sprechen, was Gott vorhat mit Afrika. Ich kann euch nur sagen, was er zu mir gesagt hat. Ob euch das reicht, weiß ich nicht. Gott hat in 5. Mose 28 heißt es, macht euch auf und macht zu Jüngern alle Nationen. Die haben zu strahlen angefangen. Genau das haben wir gehört. Aha, habe ich gesagt, ja, dann sind wir schon verbunden. Jetzt können wir mal den ganzen Tag darüber reden, wie man zu einem Jünger wird. Den ganzen Tag habe ich mit Ihnen darüber gesprochen, wie du von einem Kirchenmitglied zu einem Jünger wirst. Und zwar, indem du erstens einmal immer jünger wirst. Zweitens, indem du permanent mit Jesus in Verbindung lebst. Der Jünger soll so werden wie wer? Ist der Papst unser Meister? Ist der Papst unser Meister? Der Bischof? Der Bischof? Der Pastor? Die Mama Maria? Halleluja! Nein, ihr Lieben, sondern so wie wer? Jesus.
Das ist das unterste Ziel für dich und mich. Gleichzeitig das höchste. Amen. Aber da müssen wir eben eng mit Jesus in Verbindung leben. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass Ehepaare, die lange sehr harmonisch miteinander verheiratet sind, dass die sich ähnlich schauen? Die werden ähnlich. Ich habe eine ganz lustige Symbiose erlebt. In unserer Nachbarschaft hat ein Mann einen Hund gehabt und der Mann ist gehinkt. Und er hat den Hund gekauft, der ist ganz normal gegangen und nach 3 Monaten hat der Hund auch gehinkt. Wir werden eins, wenn wir uns eins machen. Amen. Und die beste Einheit auf dieser Welt ist so zu werden wie Jesus. Amen. Und da ist deine permanente, also meine permanente Frage, Herr, wie verhältst du dich da wieder? Und dann tust du, was er sagt. Und dann wirst du staunen, wie sich alles in Wohlgefallen auflöst. Amen. Er ist dein Meister. Und er hat in allem den perfekten Durchblick. Und er hat alles schon durchgemacht und kann dir der beste Meister sein. Amen. Aber es ist noch etwas. Gott hat eine unwahrscheinlich große Berufung auf jedem von euch, die weit größer ist, als du dir vorstellen kannst. Aber er braucht zu dieser Berufung auch den richtigen Charakter. Hört ihr mich? In der Welt ist es genauso. Begabungen brauchen noch eine Ausbildung. Amen. Ein Schuhmacher hat eine andere Ausbildung wie ein Hirnchirurg. Würde mir aber nie von einem Schuhmacher das Hirn operieren lassen. Oder vom Hirnchirurg Schuhe machen lassen. Gott hat eine genaue Zubereitung für dich, damit du in der Aufgabe, die er für dich ausersehen hat, den richtigen Charakter hast. Und je höher deine Berufung, umso länger die Ausbildung. Und die Ausbildung ist die Universität des Heiligen Geistes. Kann man nie durchfallen. Nie durchfallen. Nur wiederholen. Die meisten haben schon so oft wiederholt. Aber Gott ist hartnäckig. Er will, dass du endlich kapierst, was er dir sagen möchte. Amen. Und wenn dein Charakter mit deiner Berufung übereinstimmt, wisst ihr, in der Zeit der Charakterbildung, da hat Gott 2 Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da wollen wir, dass er schnell ist. Ja, da ist uns immer alles langsam in der Zubereitung. Aber wenn einmal dein Charakter mit deiner Berufung übereinstimmt, dann kommst du auf die Auffahrt der Autobahn der Herrlichkeit Gottes. Und da, ihr Lieben, sagst du dann bitte langsam. Da wird er enorm schnell, weil da übernimmt er die Führung, hundertprozentig. Amen. Wisst ihr, in Europa wollen wir alles in den Griff kriegen. Aber im Reich Gottes will Gott dich und mich in den Griff bekommen. Ihr seid nicht sehr begeistert. Da geht es eben, dass wir alles selbst loslassen. Und Christus in allem unser Zentrum werden darf. Amen. Nicht ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns wir, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und da müssen wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Habe ich euch schon erzählt, wie ich mit meinen Kindern einen Gehorsamstest gemacht habe, kürzlich. Einfach noch nichts gesagt, gell? Wisst ihr, in Europa, der Kadavergehorsam geht mal vom Wecker. Ihr tut alles, was jeder sagt. Das ist so ein Blödsinn. Ihr habt noch ein Recht, einmal Nein zu sagen. Und zwar, wenn immer Gott, aber wenn immer eine,
eine Person oder eine Institution etwas von dir verlangt, was Jesus nie verlangen würde, kannst du sagen, diesmal bin ich gehorsam und ungehorsam. Und sage nein. Amen. Und das muss das westliche Volk lernen. Ihr müsst lernen, gehorsam und ungehorsam zu werden. Amen. Und da habe ich mit meinen Kindern einen Test gemacht. Ich habe 12 Kinder in meiner Familie, wunderbare Kinder, alles Gottes Geschenke. Und da habe ich gesagt, Kinder, heute machen wir einen Test. Wir haben in der Früh immer Andacht miteinander und abends tun wir Bibel lesen miteinander, damit sie das Wort Gottes hören. Dann habe ich gesagt, in der Früh, heute mache ich einen Besuch in euren Zimmern. Ich möchte, dass ihr das Bett frisch überzieht, dass ihr den Kasten in Ordnung bringt, dass ihr die Schmutzwäsche zur Waschmaschine gebt, könnt auch einmal die Fenster putzen. Ich möchte eure Zimmer tipptopp sehen. Seid ihr bereit? Ja, Mama. Gut, habe ich gesagt, sehr gut. Und unsere Hühner und Hasen hätten auch gern wieder mal einen sauberen Stall. Würdet ihr den auch putzen? Ja, Mama. Gut, habe ich gesagt, und abends, wenn es dunkel wird, geht ihr hinaus, außerhalb unserer Mauern und bringt alles nach Hause, was ihr findet. Wäsche, die noch auf den Leinen hängt bei den Nachbarn und Schubkarren und Werkzeuge. Alles, was ihr findet, bringt es nach Hause. Sitzen Sie da? Nein, Mama. Was? Ihr seid ungehorsam? Nein, Mama. Jesus würde das nie von uns verlangen. Test bestanden. Amen. Ich habe das absichtlich gemacht, um zu sehen, ob ihr Gehorsam echt ist und sie den Unterschied zwischen Manipulation und Gehorsam. Amen. Ich bin unwahrscheinlich stolz auf sie gewesen. Amen. Auch in der Ehe, ihr Lieben. Moment, auch in der Ehe. Eine Frau soll dem Mann untertan sein, ja? Sie haben schon 4 Kinder, die Frau ist schwanger mit dem 5. Und der Mann sagt, du, Gerl, 4 ist genug, das treiben wir ab. Kann sie sagen, ja, mein Schatz. Wenn sie das macht, ist sie als Mörderin vor Gott. Auch da ist ein Limit. Amen. Also ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, der Afrikaner ist sowas von, der bringt alles auf den Punkt. Wie diese Masken gekommen sind, ja. Fragen mich meine Afrikaner, Mama, was würdest du sagen, wenn du deine Scheiße essen musst? Sag ich, wie bitte? Wie kommst du denn auf das? Mama, du atmest den Dreck aus und du atmest es wieder ein. Das ist total kontraproduktiv. Amen. Wir haben keine Masken getragen. Wenn wir sie getragen haben, haben wir sie da unten getragen. Mund und Nase waren frei. Amen. Ihr Lieben, wir müssen lernen, was Gott von uns verlangen würde. Der will doch nichts, was gegen dich selbst, also wo du gegen dich arbeitest. Amen. Ich bin auch sehr früh vom Heiligen Geist, hat er mir die Augen geöffnet. Was, mein Gott, ist das ein süßer Hund. Halleluja. Sehr früh hat Gott mir die Augen geöffnet, dass diese Impfung nicht für Gesundheit ist. Dann haben sie mich angerufen, vor 3 Jahren war das jetzt, da waren wir noch in der WHO, jetzt sind wir ausgetreten. Vom Gesundheitsamt. Mama, diese Woche kommen wir und impfen alle deine Kinder in der Mittelschule, 1700 Kinder. Ich sage, Moment, warten bitte, ich komme sofort, so schnell ich kann. Ihr müsst mich öffentlich erschießen, bevor ihr eines meiner Kinder berührt. Dann haben sie gesagt, Mama, dein Auftrag, unser Befehl. Aber es war schon jemand in meiner Familie, der mich vergiften sollte von der WHO. Ein 25-jähriger junger Mann kam, er war Muslim, hat sich bekehrt und wurde rausgeschmissen zu Hause.
Er hat kein Zuhause mehr, ob er nicht bei mir wohnen darf. Ich, naiv wie ich bin, habe ihn aufgenommen. Er war 3 Monate bei uns. Hat mich zwar gestört, dass er dauernd am Computer war und dauernd an dem Telefon. Und dann, ihr Lieben, nach 3 Monaten habe ich gesagt, du, wie wäre es, wenn du mal Zeugnis geben würdest in der Gemeinde über deine Bekehrung? Ja, sagt er, macht er. Und an dem Tag war die Frau bei uns, die alle unsere heimgekehrten Prinzessinnen betreut, alle Prostituierten. Wir haben über 300 Prostituierte, die jetzt heiße Jünger Jesus sind. Und die Frau, die die betreut, ist eine enge Freundin vom Präsidenten. Und ich wusste aber nicht, dass sie in der Geheimpolizei ist. Ja? Und neben mir saß der Eddie Kenzo, der beliebteste junge Mann in vielen Orten. Er wurde jetzt als der beliebteste Sänger der Welt prominiert. Und der ist auch in der Geheimpolizei, wusste ich aber auch nicht. Und wie der Zeugnis gibt, sagt zuerst sie, dann er, Mama, der ist fake. Der ist nicht echt. Der Eddie sagt, ich rufe sofort die Geheimpolizei an. Die kamen und 2 Stunden später war er im Gefängnis. Einer der gesuchtesten, raffiniertesten Verbrecher in Uganda. War 3 Monate bei mir, aber weil es ihm so gut gegangen ist, hat er gewartet mit dem Vergiften. Keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Amen. Außerdem, ihr Lieben, habe ich kein Problem mit dem Nachhausegehen. Ich weiß, wo ich hinkomme, ja. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört. Es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Ja, meine Güte, das will ich ja mal sehen. Da tut mir jeder nur einen Gefallen, der mir den Schuss rechtzeitig gibt, okay? Aber Gott hat seine Pläne. Amen. Und ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Er sagt mir dauernd, ich bin erst am Anfang. Amen. Amen. So, ihr Lieben, aber der 5. Mose 28, ab Vers 15 bis Vers 69. Hallo, die Mama, ich weiß nicht, wo die Mama ist. Da ist die Mama. Na, geh zur Mama. Such sie. Ja, schau, da ist die Tante. Der Papa ist da. Schau, der Papa. Jawohl. Halleluja. Also, wenn wir nicht auf Gott hören. Hört ihr mich? Wenn wir nicht auf Gott hören und nicht tun, was er sagt, dann haben wir 3-mal so viel Flüche. Wer kann sich das leisten? Ich nicht. Drum will ich auf Gott hören und tun, was er sagt. Lies das Kapitel durch. Es wird euer Leben verändern, denn ihr werdet erkennen, dein Leben ist in deiner Hand. Mit deinen Entscheidungen pflasterst du das Leben für den nächsten Tag. Amen. Wir haben die Wahl jeden Tag, welche Entscheidungen wir treffen. Und diese Wahl, die du triffst, wird bestimmen, wie der nächste Tag ist. Amen. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Amen. Nicht nur, wir sind keine Marionetten, wir sind Mitarbeiter. Amen. Ihr Lieben, wir haben unser Leben in unserer Hand. Gib und du wirst empfangen. Vergib und dir wird vergeben. Amen. Und manchmal musst du sagen, Herr, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Aber bitte, wir können uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Weil dann hat der Teufel ein Recht an uns. Amen. Vergib, segne und sag, Herr, ich schicke deine Liebe hinterher. Amen. Bis du mir die Liebe gibst, die sie brauchen. Amen. Ihr könnt ehrlich sein mit Gott. Seid ehrlich mit Gott. Aber bitte, bitte, vergebt. Vergebt. Für mich ist der größte Beweis der Liebe Gottes, wie er am Kreuz in dieser schmerzhaften Haltung in den letzten Minuten gesagt hat, zu denen, die geschrien haben, kreuzigt ihn.
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der größte Liebesbeweis. Amen. Und nur weil Christus in uns ist, können wir das auch tun. Amen. Er gibt uns die Gnade zu allem. Wir sind ein Licht in dieser Welt. Da ist wieder eine deutsche Einstellung. Ich muss aufhören, ihr Lieben. Aber ich will gehorchen. Amen. Sonst darf ich nie mehr kommen. Nein, aber wer hat gehört etwas für sich selbst heute? Wer hat was gehört? Amen. Du pflasterst dein Leben mit deinen Entscheidungen. Mach niemanden anderen verantwortlich. Lass dich nicht manipulieren, sondern triff Entscheidungen, die Jesus in dir trifft. Amen. Und kauft euch das Buch Ab durch die Decke. Hinein ins Reich Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf dich. Amen. So, und jetzt tun wir noch beten. Na, ganz kurz tun wir noch beten. Ja, alles gut, okay? So, wer möchte heute wirklich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekundigen, dass er dem Herrn die Bereitschaft gibt, alles selbst ans Licht zu bringen? Okay, dann beten wir. Steht auf. Betet mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass du mich genau zu der Zeit auf diese Welt gestellt hast. Es ist eine extrem spannende Zeit. Und du durchforscht unsere Herzen. Und Vater, ich gebe dir heute Erlaubnis. Durch deinen Heiligen Geist mein Herz zu durchforschen. Du darfst machen, was du willst. Wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen. Und schenk mir Frieden und Freude. Den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und ich bitte dich, Vater, dass alle Bereiche meines Lebens, die noch Veränderung brauchen, weil ich noch nicht im vollen Fluss mit dem Charakter Jesu bin, mach diese Veränderungen in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand und Schmerz. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. 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 Amen. Amen. Moment, Moment. Moment. Komm mal her da. Durch, ja. Ich muss jetzt nur schauen, ob ihr was verstanden habt. Wer bist du? Gabriele, das Kind Gottes. Die Prinzessin des Königreichs. Amen. 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 Halleluja. Vergibst du mir? Bitte nochmal einen kräftigen Applaus für Mama Maria. Ihr Lieben, kein Druck, kein Zwang. Aber ich habe hier Prospekte mit, wenn einer von euch ein Kind in Uganda unterstützen möchte. Wenn ihr unterstützen möchtet, füllt es aus und gebt es mir. Du entscheidest, wie viel du monatlich geben willst. Du bekommst ein Foto von dem Kind. Du kriegst eine Geschichte dieses Kindes und die Adresse. Und ihr könnt korrespondieren. Und ich garantiere euch,
das verwenden. Also wir haben jetzt schon 18.000 Kinder, die aus der totalen Armut, heute Ärzte, Rechtsanwälte, Baumeister, Tischler, alles Mögliche. Also holt euch so einen Prospekt und gebt ihn mir noch heute. Dann kann ich das schnell, ihr kriegt dann eine Mappe zugeschickt und richtig gute Versorgung in Information. Und ihr habt Kontakt mit dem Kind. Das Geld kommt nur diesem Kind zugute. Also für einen Kindergarten braucht man 30, 40 Euro, aber alle höheren werden 50 oder 60, für die Mittelschule 120. Aber du gibst, was du kannst, und wir geben dann 2, 3 Paten zusammen, um ein Kind zu unterstützen. Versteht ihr? Also kein Druck, kein Zwang, aber es ist eine Gelegenheit, Reich Gottes zu bauen. Halleluja.